Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Die Hände und die Füße wollen euch begrüßen. Die Hände und die Füße sagen hallo. Hallo, Frau Gogo. Hallo, Frau Niederbröcke. Geht's euch allen gut? Hallo, liebe Kinder. Geht's euch auch gut? Ich sehe so viele schöne Fotos von euch. Ich freue mich darüber und es sieht so aus, als ob ihr alle ganz viel Spaß habt. Dankeschön auch für die schönen Fotos. Ich habe ein schönes Lied über Händewaschen gefunden. Und wenn ihr dieses Lied singt, wenn ihr euch die Hände wäscht, dann wäscht ihr die Hände lange genug. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Singt schön mit. Wasser auf, Hände lass, Wasser zu, jetzt kommt der Spaß. Seife drauf und reiben, reiben, Innenflächen, Außenseiten. Alles seifen wir so ein, auch zwischen die Finger rein. Daumen rechts und Daumen links, überall ist Seife, ja das bringt's. Und nun haben wir's geschafft, mit Wasser wird der Schaum nun weggemacht. Hallo liebe Kinder, seid ihr alle da? Ja, heute ist Donnerstag. Dann kommt der Freitag. Wer kann mir sagen, welchen Tag hatten wir gestern? Was war gestern? Mittwoch, richtig. Sind Ungeheuer, Monster gefährlich? Habt ihr Angst vor dem? Nee, eigentlich nicht, ne? Weil es die eigentlich nicht richtig gibt. Egal, ob flauschig oder schleimig, mit Zähnen oder mit Krallen, egal, ob Krümelmonster, Monster AG oder Gryffalo, mit Monstern, mit Ungeheuern kann man Spaß haben. Und wir haben sie doch eigentlich ziemlich gern. Wir hören uns jetzt das Lied an von der kleinen Hexe, die morgens früh schon kocht. Abracadabra, Hex, Hex, Hex. Abracadabra, morgens um sechs. Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex. Morgens früh um sieben schabt sie gelbe Rüben. Morgens früh um acht wird Kaffee gemacht. Morgens früh um neun geht sie in die Scheun. Morgens früh um zehn holt sie Holz und Spähn. Feuert an um elf, kocht dann bis um zwölf. Frische Bein und Krebs und Fisch, hurtig Kinder, kommt zum Tisch. Thank you.
Was machen die Drachen am Morgen für Sachen? Was machen die Drachen, wenn sie nicht lachen? Sie öffnen den Rachen und spucken mit Feuer, denn Drachen sind schließlich Ungeheuer. Was machen die Drachen am Mittag für Sachen? Was machen die Drachen, wenn sie nicht lachen? Sie öffnen den Rachen und spreizen die Flügel. Dann gibt es ein Feuerwerk über dem Hügel. Was machen die Drachen am Abend für Sachen? Was machen die Drachen, wenn sie nicht lachen? Sie schließen den Rachen und putzen die Flügel. Dann gehen sie schlafen am Drachenhügel. Hört ihr die Schnarchen? Und jetzt wollen wir ein kleines Spiel spielen. Dazu gebrauchen wir ein bisschen Watte. Könnt ihr sehen? Ich habe auf meine Watte habe ich zwei Augen gemalt. Dann sieht das so wie ein kleines Ungeheuer oder wie ein Monster aus. Holt ihr schnell Watte? Bis gleich. Also legt eure Watte auf den Tisch hin, an dem einen Ende, setzt euch am Tisch hin und dann pustet ihr. Und dann müsst ihr die Watte bis zur anderen Seite pusten und dann wieder zurück. Okay, es geht los, ich zeige euch wie. Und 1, 2, 3, Luft holen. Ups, noch nicht ganz am Ende, nochmal. Oh, vom Tisch runter. Und jetzt nochmal. So. Und nochmal. Auf einmal habe ich den vom Tisch gepustet. Okay. Viel Spaß dabei. Ihr könnt auch einen Wettbewerb machen. Wer kann am besten pusten? Oder am weitesten? Viel Spaß. Heute lese ich die Geschichte und oder das Buch Ein Eisbär zum Frühstück. Es ist immer das Gleiche. Jeden Morgen, wenn Millie aufwacht, brüllt sie: Mama, komm her! Millie ist schon fast 6 Jahre alt. Sie hat eine sehr laute Stimme. Und jeden Morgen sagt Millies Mutter das Gleiche. Es ist noch zu früh, geh wieder schlafen. Millies Mutter hat eine sehr müde Stimme. Millies Vater schläft wie ein Stein. An diesem Morgen versuchte Millie es wieder einmal. Mama, komm her! Unter meinem Bett ist ein scheußliches, grässliches, blaues Monster. Millies Mutter gähnt. Und es will mich auffressen. Millies Vater schnarcht. Millie seufzt. Und probiert es noch einmal. Mama, Papa, rund um mein Bett herum ist Wasser und Haifische. Keine Antwort. Und dann hört Millie, wie ein Fisch leise Platsch macht. Ein Fisch?
Millie reißt die Augen auf. Tatsächlich, ihr Bett steht im Wasser. Genauer gesagt, die ganze Wohnung steht unter Wasser. Alles schwimmt. Sagt Millie, was mache ich jetzt? Ich kann nicht schwimmen. Da hat Millie eine gute Idee. Guck mal, alles ist hier unter Wasser. Sie wirft ihr Lasso über die Kommode. Dann tänzelt sie vorsichtig auf dem Seil quer durch ihr Zimmer, hoch über dem Wasser. Aus der obersten Schublade holt sie ihre Flossen und ihren Giraffenschwimmreifen und platsch! Springt sie ins Wasser. Sie paddelt bis ins Schlafzimmer ihrer Eltern. Hier ist auch alles unter Wasser. Oder hier ist nochmal das Wohnzimmer. Erstmal, guck mal, da schwimmt. Ist das der Hund oder die Katze? Da bin ich, Mama. Es waren doch keine Haie da. Ich hab Hunger. Das Müsli steht auf dem Küchentisch, brummt Millies Mutter. Mach keinen Saustall. Millie paddelt bis in die Küche. Was für ein Chaos. Schwimmendes Geschirr. Matschiges Müsli und Goldfische im Toaster. Ich glaube, sagt Millie, ich werde vielleicht nur ein Glas Milch trinken. Millie öffnet die Kühlschranktür. Ein unglaublich kalter Windstoß bläst sie fast um. Das Wasser gefriert, es wird zu Eis. Bis auf den letzten Tropfen. So kalt ist es geworden. Sagt Millie, was mache ich jetzt? Da hat Millie wieder eine gute Idee. Sie schlittert bis zum Vorzimmerschrank, zieht ihre Schlittschuhe und ihre Knieschützer an und geht Eislaufen. Sie läuft bis ins Schlafzimmer ihrer Eltern. Schau, Mama, ich kann Eislaufen. Sehr schön, mein Schatz. Mach bitte das Fenster zu, es ist kalt hier. Die Eltern haben das noch gar nicht gemerkt. Inzwischen guckt in der Küche eine schwarze Nase aus dem Kühlschrank heraus. Und dann ein riesiger weißer Pelz. Ein Eisbär. Ein gigantischer Eisbär mit einer Banane im Maul. Geh jetzt und iss dein Frühstück, sagt Millies Mutter. Millie dreht noch eine vollendete Pirouette und läuft dann mit ihren Schlittschuhen in Richtung Küche und zischt gleich wieder zurück. Mama, in der Küche ist ein Eisbär. Hä? Und er isst eine Banane. Ja, du kannst eine Banane haben, Millie. Jetzt lass mich doch bitte schlafen. Der Eisbär schlägt sich über die Lippen und watschelt langsam zum Schlafzimmer. Und da steht Millie. Da ist der Mama, flüstert Millie. Der Eisbär lässt sie am Fußende des Bettes nieder und fängt an der Decke zu knabbern. Um Himmels Willen, der frisst Mama und Papa auf. Was mache ich jetzt? Da hatte Millie eine sehr gute Idee. Sie läuft in die Küche, knallt die Kühlschranktür zu, klettert auf einen Stuhl und dreht die Heizung auf. Ganz hoch. Das Eis schmilzt bis auf das letzte klitzekleine bisschen.
Dann öffnet Millie die Wohnungstür und das Wasser braust hinaus in den Flur und die Treppen hinunter. Und mit dem Wasser der Eisbär, also alle flutschen raus. Millie isst ihren Müsli-Matsch, als es an der Tür klingelt. Ist das dein Eisbär? Fragt er der alte Herr Melone, der im unteren Stock wohnt. Er war gerade dabei, meinen Fußabstreifer aufzufressen. Wer ist das, Millie? Fragt ihre Mutter. Herr Melone, sagt Millie mit schwacher Stimme. Er bringt den Eisbären zurück. Wie nett von ihm. Sag danke, Millie. Millie und der Eisbär stehen einander Auge in Auge gegenüber. Der Eisbär macht einen Riesenschritt vorwärts. Millie macht einen winzig kleinen Schritt zurück. Der Eisbär reißt sein Maul weit auf, sehr weit und brummt. Willst du Domino spielen, Kleine? Also spielen Millie und der Eisbär Domino und essen alle Bananen auf. Wirklich alle. Und jetzt haben sie da viel Spaß, nicht? Die haben alle Bananen gegessen da, die spielen Domino. Heute basteln wir ein Lesezeichen. Und das sieht so wie ein kleines Monster oder ein Ungeheuer aus. Könnt ihr sehen, es ist denn sowas. Und das hat eine kleine Tasche. Und dann kann ich das hier einfach über die Seite schlüpfen. Und dann weiß ich, also morgen kann ich hier weiterlesen. Ja. Zum Basteln haben wir nötig Papier. Papier, eine Schere, Kleber und Stifte. Ich hole die mal ganz schnell. Ich warte auf euch. Um so ein Lesezeichen zu basteln, müssen wir ein Quadrat haben. Also das Papier muss ein Quadrat sein. Also dann falten wir das Papier wieder so. Das habt ihr schon öfters gemacht. Dann schneiden wir dieses ab. Super. Und da habe ich mein Quadrat. Zuerst nehme ich die zwei Ecken und lege die ganz vorsichtig auf den anderen zwei Ecken. Halte es mit den Fingern fest und streich glatt. Gut, habt ihr das? Dann öffne ich das. Das sieht wieder ein Buch aus. Und jetzt nehme ich die zwei anderen Ecken. Könnt ihr sehen, hier ist diese eine Falte. Jetzt nehme ich diese Ecken und falte das auf den anderen zwei Ecken. Festhalten, glatt streichen. So. Gut. Und jetzt habe ich, da ist ein kleines Quadrat, da ist ein Quadrat, hier ist ein Quadrat und hier ist ein Quadrat. Also eine Ecke nehme ich und falte die bis zur Mitte, in der Mitte, wo die vier Knicke sich da überkreuzen. Ich falte das so hier rüber, streiche das glatt, öffne das, dann kann ich hier diesen Knick sehen und da schneide ich das jetzt ab. Jetzt ist das nicht mehr ein Quadrat. Also jetzt gegenüber
von diesem kleinen Dreieck, das wir hier haben, gehen wir dann zu diesem Quadrat. Und das schneiden wir auch. Also ich fange da an, bis zur Mitte. Und dann schneide ich auf diesen Knick wieder. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt nehme ich dieses Quadrat, falte das rüber. Dann sieht das wieder wie ein Rechteck aus. Und dann falte ich dieses Quadrat so rüber. Und wenn ich das umdrehe, habe ich vorne eine kleine Tasche. Aber vor dem ich da weitermache, muss ich das jetzt hier zusammenkleben. Die Klebe draufschmieren. So, ein bisschen in der Mitte. Schön festhalten, nicht die Finger kleben und klebt das rüber. Jetzt habe ich ein kleines Quadrat und hier ist die Tasche, so wie bei diesem. Gut, dann kann ich hier dieses andere kleine Dreieck nehmen. Ich schneide dann ein Stückchen ab und kann dann scharfe Zähne einschneiden. Also zick, zack. Von oben bis dahin zick, zack schneiden. Nochmal von oben einschneiden, zick, zack. Das sind aber sehr spitze Zähne habe ich hier. Das sind sehr spitze Zähne. Und noch einmal. Jetzt gucke ich, ob das hier reinpasst. Nee, ist ein bisschen zu groß. Dann schneide ich nur ein Stückchen ab. Ein bisschen Kleber drauf schmieren. Ganz wenig. Und dann kann ich die spitzen Zähne hier reinkleben. Das sieht gut aus. Gut, jetzt kann ich noch die Augen malen. Wie viele Augen hat euer Ungeheuer? Ich glaube, ich mache jetzt orangene Augen. Und mein Ungeheuer hat jetzt nicht zwei Augen, es hat 1, 2, 3 Augen. Eins, zwei, drei. Und jetzt können wir vielleicht noch einen Mund malen. Einen fürchterlichen Mund. Nee, da ist der Mund. Mund brauchen wir nicht malen. Aber vielleicht eine Nase. Sowas. Ja, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Dann können wir das Ungeheuer anmalen. Ganz vorsichtig. Also, dann macht ihr das weiter. Braucht nicht so wie mein Ungeheuer auszusehen. Jeder malt das so, wie sie das wollen. Festhalten. Ihr könnt sogar die Zähne vielleicht anmalen. Okay, ich mache das jetzt noch hier schnell fertig.
So, viel Spaß dabei. Und jetzt habt ihr auch ein Lesezeichen. Also ich komm, wir gucken mal dieses jetzt an. Da. Könnt ihr sehen? Super. Jetzt habt ihr ein Lesezeichen für euer Buch. Viel Spaß beim Basteln. Okay, und wir sagen jetzt auf Wiedersehen, das kleine grüne Monster, das rote Monster. Auf Wiedersehen, Kinder, bis morgen. Tschüss. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, jetzt gehen wir nach Haus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, die Spielzeit, die ist aus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, heute war es wunderbar. Und bald sind wir, und bald sind wir alle wieder da. Und bald sind wir, und bald sind wir alle wieder da.